Ganz schwierige Frage für mich. Kes, ich bin ein Wolf. Okay, hast du einen Spitznamen unter deinen Freunden? Eigentlich sagen die Leute nur zu mir Kenzie oder Flo. @AlexMulR. Hast du einen eigenen Torjubel? Das passiert meistens ja, ganz spontan, aber so einen richtigen Torjubel jetzt wie Toni zum Beispiel habe ich nicht. @Mumfi19. Dein Lieblingsort in Köln? Bin eigentlich viel zu Hause, manchmal in der Stadt und sehr oft am Geißbockheim. @SimonBockler. Wo in Köln gibt es die beste Melange und die beste Sachertorte? Melange gibt es die beste Geißbockheim. Sachertorte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in Köln noch keine gegessen. Isse ich auch nicht so oft und wenn dann zu Hause in der Heimat. @You von Insta. Vor welchem Verein hast du am meisten Respekt? Prinzipiell sollte man jeden Gegner gleich ernst nehmen. Wir bereiten uns ja auch auf jeden Gegner individuell vor, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von einem speziellen Gegner am meisten Respekt habe. Toaster. Mit welchem ehemaligen FC-Profi hättest du gerne gemeinsam gespielt? Mit Toni Polster. @Doppelback Toni. Jane Fortune. Kannst du die Hymne schon ganz auswendig? Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Aber bei vielen Passagen kann ich schon mit. Summen. Aber ich versuche es natürlich, dass ich die Hymne noch ganz auswendig lerne. @Kes. Das hat er mir schon gesagt, der Kes. Bist du ein ganz normaler Bürger? Zur Aufklärung, da geht es um das Spiel Wolfen. Das haben wir im Trainingslager immer gespielt. Ich war dementsprechend sehr oft der Wolf, habe mich aber ganz gut verkauft. Und es gibt einige Spieler, die immer normaler Bürger waren. Kes, ich bin ein Wolf. @FCForever. Blunt Power, geiler Name. Was isst du gerne an kölschen Spezialitäten? Ganz schwierige Frage für mich. Wie heißt denn das? Was? Reigekuchen. Super. @KarlEBN. Freust du dich, mit dem FC diese Saison in Bremen zu spielen? Freue mich natürlich extrem auf diese zwei Spiele gegen Werder. Hoffe natürlich, dass wir beide Spiele gewinnen werden. @KevinEmmerich. Lieber Fallrückzieher-Tor oder Distanztor aus 30 Meter? Lieber Distanztor. Aus 30 Meter, wobei Fallrückzieher doch auch cool ist, aber lieber Distanz doch. @EinfachConner. Wer sind deine Kumpels beim FC? Ich muss sagen, die Stimmung der Mannschaft ist eigentlich ganz gut zurzeit. Verstehe mich mit vielen Spielern gut. Natürlich macht man mit den einen oder anderen Spielern mehr wie mit den anderen, aber am meisten mache ich eigentlich mit Louis. Den kenne ich auch schon am längsten und wir verstehen uns auch privat sehr gut. Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben? @Chiara0706. Also ich glaube, sich selbst zu beschreiben ist immer schwer, aber ich würde mich als humorvoll beschreiben, ruhig und fleißig. @TimLOfficial. Wer von den Neuzugängen ist der lustigste und mit wem verstehst du dich am besten aus der Mannschaft? Ich würde jetzt eigentlich wieder ein Louis nehmen. Und wer von den Neuzugängen ist der lustigste? Für die Medien ist es auf jeden Fall easy, weil der immer lustige Sachen macht. Schau und du, ihr seid ja aus Österreich. Redet ihr manchmal im Dialekt, damit euch keiner von den Teamkameraden oder so versteht. Da muss man dazu sagen, dass uns eigentlich eh jeder versteht, aber wir versuchen jetzt ja schon manchmal so zu reden, dass man ja alle Wörter versteht. @Smokex. Was machst du, wenn du nicht Fußball spielst? Nicht viel. Zu Hause sein. Manchmal in die Stadt gehen, mir auch viele Spiele anschauen, Serien schauen. @NilsWS, warum die Nummer 30? Weil viele meiner bisherigen Nummern vergeben sind und ich im Winter kommen bin und da waren nicht so viele Nummern frei, hat aber keine Bedeutung die Nummer 30 für mich. @ChrissyFC, was machst du am liebsten in deiner Heimat in Österreich? Kommt darauf an, wo ich bin, ob ich in Graz bin, zu Hause, bei meiner Familie und bei vielen Freunden oder ob ich in Wien bin oder ob ich im Urlaub bin, in den Bergen. Am liebsten bin ich aber schon zu Hause bei meiner Familie, weil ich nicht so oft nach Hause komme. Gerade während der Saison ist es schwer, aber dann bin ich eigentlich am liebsten nur zu Hause und treffe meine Freunde und ja,
habe ihn auch bei meiner Familie. Damian KSH. Magst du Matt? Nein. Gerne Frage, aber Damian. Ja, liebe FC-Fans, danke für eure Fragen. Ich hoffe, dass ich euch einige beantworten habe können. Und bis zum nächsten Mal und folgt mir auf Instagram.